Hallo, wir sind Ronald und Andrea und auf Weltabordnung seit Oktober 2023 und wir begrüßen euch zur Episode Nummer 38. Und da seht ihr unsere Fahrt durch einige Nationalparks und auch Höhen und Tiefen. Aber schaut selbst. Guten Morgen, Andrea. Guten Morgen, Ronald. Wir sind jetzt in der Episode Nummer 38 und wir übertreten heute die Grenze Arizona-Nevada. Zum Glück ohne... Und wir müssen kein Pass und nichts zeigen. Das ist so toll, diese innerstaatlichen Grenzen. Ja, und jetzt geht es gleich erstmal Abmarsch zum Hoover-Damm. Dann werden wir an Las Vegas vorbeifahren, je nachdem Verkehrslage. So gut wie möglich. So gut wie möglich vorbeifahren und dann wieder Camping machen. Genau. Genau, das ist der Plan. Im Red Rock Canyon. Genau, und morgen machen wir Tal des Todes und dann ongoing ist Sequoia National Park, wollen wir besuchen, Yosemite Park. Der ist aber, glaube ich, schon in Kalifornien, gell? Bin mir jetzt nicht sicher. Ja, der ist Kalifornien. Oder Grenzgebiet. Kalifornien. Genau. Aber wir sagen rechtzeitig Bescheid, wo wir sind. Jetzt fahren wir erstmal. So, Hubert, da wollen wir das mal so erzählen, Andrea, oder wollen wir was in einem Infofenster einblenden? Naja gut, das war halt ein Projekt damals in den 30er Jahren zur Arbeitsbeschaffung in den USA gewesen, nach der großen Depression. Wir sind jetzt in Boulder City, ist doch Boulder City, Andrea, gell? In Boulder City. Und Andrea, jetzt fahren wir durch Las Vegas durch oder lassen wir es links oder rechts liegen eigentlich? Rechts liegen lassen, teilweise, okay. Guck mal, da hat der Hoover-Damm nicht nur Arbeitsplätze geschaffen beim Bau des Damms, dann hat er auch noch 90 Jahre später auch noch für die Tourismusindustrie gesorgt. Ja. Red Rock Canyon Campground, unsere heutige Habitation. Also heute bauen wir kein Zelt auf heute Nacht. Heute schlafen wir direkt im Freien auf den Betten. Und das mal ausprobieren, es ist warm genug und sternklarer Himmel. Die erste Nacht im Freien heute. Wir haben jetzt 5:30. Aber es ging alles. War ein bisschen windig, aber Temperatur war okay. Des Todes. Jetzt sehen wir es in seiner vollen Pracht. So, jetzt sind wir auf Meereshöhe.
Und Badwater geht dann runter. Da fahren wir gleich hin. Wir fahren erst vorher zum Tourist-Center und müssen uns die Eintrittskarte da holen. Im Bett holen. Badwater, Camping verboten. Oh, hier würde ich auch nicht Camping machen wollen. Hier ist also der tiefste Punkt der USA. Wahrscheinlich sogar Nordamerikas. Wir haben unsere Habitation erreicht. Davon sieht man auch die Ausläufer. Hinter dem Hügelkette ist das Tal des Todes. Und hier ist jetzt Pennamine Springs. Jetzt bauen wir gleich mal das Zelt auf. Mal wieder. Kaltes Bier gibt es hier auch. Da gehen wir nachher mal gucken. Das ist wichtig, genau, sagt Andrea gerade. Das wird aber heute ein felsiger Untergrund, Andrea. Welchen Platz haben wir? 24. Oh. Naja, gut, das ist halt eine Wüste, gell? Ja. Gut, dann haben wir diesmal einen Schotteruntergrund. Guten Morgen, Andrea. Guten Morgen, Ronald. Ich begrüße dich zu unserem Hochzeitstag, den wir beide nicht vergessen haben. Genau. Und wo sind wir hier? Wir sind in Pennamine Springs, ja. Eigentlich noch im Tal des Todes, gell? Ja, beziehungsweise am Rand des Pennamine Valleys. Das sind ja mehrere, ja, Täler hier. Genau, es sind mehrere Täler. Eins heißt Tal des Todes, der andere heißt dann Tal des Irgendwases. Pennamine Valley. Pennamine Valley, genau. Und das war jetzt mal wieder nichts Besonderes hier auf diesem Kabel. Auf diesem Campingplatz, alles sehr einfache Campingplätze. $15, aber mehr war es auch nicht wert. So, und heute fahren wir zum Lake Isabella.
Hauptrichtung Sequoia National Park, war das ja. doch. Da fahren wir zwar heute noch nicht hin, aber ja. Wir nähern uns. Wir fahren nur am Tag so 200 Meilen, kann man sagen, knapp. 150 bis 200 Meilen etwa. Ja. Ja. Gut, Wetter ist fantastisch. Was haben wir denn jetzt eigentlich für Grad? Haben wir denn auf dem Garmin? 25 Grad. Und wir haben es 8:30. Ja. Und dann fahren wir jetzt mal los. Die ersten Motorradfahrer fahren auch schon. Ja, die kommen schon aus dem Tal des Todes raus, weil sonst zu heiß wird mittags. Ja. Alles klar, los geht's. Ja, jetzt hat es mich erwischt. Der zweite Platten auf dieser Reise zum Glück. Erst der zweite. Ja, so ein Ärger aber auch. Ich kann mitten auf der Landstraße hier wechseln. So, wir probieren jetzt mal ein Reifendichtmittel aus. Also wir sind nicht weit vom nächsten Ort weg. Da gibt es auch eine Honda-Werkstatt. Gucken wir mal, dass wir da wenigstens jetzt mit dieser Lösung hinfahren können. Und ja, dann brauchen wir nämlich nicht den Hinterreifen ausbauen. Das ist immer eine ziemlich ätzende Arbeit. Der Vorderreifen geht ja noch, aber hinten ist... Jetzt haben wir das Reifendichtmittel eingefüllt. Der Reifen scheint momentan dicht zu halten. Jetzt fahren wir 20 Kilometer in den nächsten Ort und gucken mal, ob wir dort den Reifen richtig gewechselt kriegen und einen neuen Schlauch einziehen. Denn auch wenn es jetzt dicht hält, würden wir damit nicht länger weiterfahren. Aber mal schauen. Jetzt fahren wir vorsichtig weiter, nur mit vielleicht 40, 50 Stundenkilometern. Das Hinterrad von Andrea mit diesem Dichtmittel hat halt eine Unwucht. Und jetzt sind wir lieber vorsichtig. Und gucken mal, dass wir hoffentlich in die nächste Stadt schaffen. Ohne irgendwie nochmal stoppen zu müssen wegen irgendwas. Wir konnten also mit dem Reifendichtmittel jetzt ungefähr 20 Kilometer weiterfahren, den nächsten Ort. Da war ein Motorradhändler und der hat uns jetzt gleich einen neuen Reifen draufgezogen, einen Shinko. Nicht unbedingt das, was wir wollten. Der andere hätte es auch noch 2.000, 3.000 Kilometer getan. Aber die Reaktion vom Reifenhändler war die gewesen, naja, wenn ihr einen neuen Reifen kauft, dann wechsle ich den. Also mit zwischen den Zeilen, nur einen Reifen wechseln und einen neuen Schlauch anziehen mache ich nicht. Also haben wir jetzt natürlich einen neuen Reifen gekauft. Der ist aber nicht unbedingt der ideale Reifen für Alaska. Vielleicht müssen wir nochmal den Reifen, bevor wir in Alaska sind, wechseln. Wir sind jetzt hier in Kalifornien zurzeit. Immer noch in der Nähe vom Tal des Todes. Schauen wir mal, wie er sich hält bis Vancouver und vielleicht wechseln wir nochmal in Vancouver denn zum Stollenreifen wieder, zum richtigen Stollenreifen. Guten Morgen. Weiter geht's hier im Text. Lake Isabella Campingplatz war sehr insektenlastig. Fliegen und Mücken ohne Ende. Das sind so Plätze, da kann man eigentlich nicht zelten. Sehr unangenehm, kann man nichts machen. Ich wollte eigentlich abends immer Videos schneiden, aber seitdem wir hier praktisch Camping machen und dann Ungeziefer rumfliegen, kannst du auch praktisch nicht mehr am Zelt sitzen und vernünftig Videos schneiden. Das müssen wir mal wieder irgendwo ein Motel nehmen für 2-3 Nächte, dass ich mit dem Videoschneiden nachkomme. Ich hänge total hinten dran. Thank you.
Wir sind also jetzt hier im sogenannten Teil Giant Forest. Hier sieht man wirklich riesengroße Bäume. Boah. Ein abgebrochener Riese. Also wieder herrlich hier der Nationalpark, der Sequoia Nationalpark. Wunderbar zu fahren. Nette Serpentinen hier gehabt oder Spitzkehren auch teilweise. Und die Landschaft sieht wieder herrlich aus. So, wir erreichen unsere heutige Habitation. Mal gucken, was Madame wieder hier ausgemanagt hat. Sequoia V-Park. Wir sind ein Late Arrival. Wir haben nämlich schon gleich 19 Uhr. So, dieser Platz kostet jetzt $55. Aber, Andrea, der erste Grasplatz seit Chile. Seit 6 oder 7 Monaten. Wir haben ja nur ein paar Mal gecampt. Ne, wir haben öfters gecampt, aber seit Chile, ja. So, seit 7 Monaten der erste Grascampingplatz. Juhu. Das sollte uns immer ein paar Dollar wert sein. So, Andrea. Ronald. Wir haben heute übernachtet auf einem $55 Campingplatz. Mit 2 Toiletten und 2 Duschen. Genau, für die ganzen Gäste, die ihr seht habt. Ist immer wirklich klasse. So, aber egal. Aber das erste Mal Gras. Wir haben das erste Mal Gras gehabt und keine Insekten, obwohl hier direkt ein Tümpel nebendran war und viele Frösche. So, aber jetzt fahren wir nach Fresno. Wir müssen noch mal ein paar Sachen einkaufen für Camping. Ein paar Modifikationen. Und dann geht es heute Richtung Yosemite Park. Genau. Nach Mariposa. Genau, und dann geht es zum El Capitan. Richtig. Gut, los geht's. Vamos. Vamos. Wir haben unsere heutige Habitation erreicht. Wir sind in Mariposa, Kalifornien und checken erstmal hier im nächsten Motel ein. Und dann fahren wir nochmal raus oder rein in den Yosemite Park. Der ist nämlich hier nebendran direkt. So, jetzt sind wir auf dem Weg in Yosemite Park. Gerade haben wir Hotel eingecheckt. Schauen wir mal, wir wollen uns den El Capitan angucken, das ist ein ganz bekannter Berg. Yosemite Park. Jetzt muss ich mal ein bisschen rumätzen. Es ist ja ein herrlicher Park, es sieht auch alles hier wunderschön aus, mit rechts den Stromschnellen und den Bächen. Aber das sieht man auch in den Alpen oder in Europa kostenlos. Und hier zahlt man $30 Eintritt pro Fahrzeug. Bei jedem Park. Und ich verstehe nicht, warum das nicht hier in den USA, weil es öffentlich, weil es eigentlich öffentliches Gut ist, Common Goods, so wie sich das nennt, wird das kostenlos. Nicht kostenlos, das verstehe ich nicht. Schade. Schade für die Leute, die sich das nicht leisten können. Weil $30 pro Fahrzeug ist schon erheblich. Und hier ist El Capitan. Die Nase hier links, Andrea. Und da ist der Axel oder Alex Honold mit Free Solo hochgeklettert.
Und hier haben wir genau den Blick auf den El Capitan. In der Sonne. Der El Capitan ist schon spektakulär, aber der ist so groß, den kriegst du gar nicht auf Foto gebannt oder auf die Videokamera. Wir sind so nah dran, die kann man gar nicht vollumfänglich erfassen. Und wahrscheinlich, Andrea, sind da Leute gerade in der Wand irgendwo. Für alle die auch nochmal den Yosemite Park besuchen möchten, die haben jetzt eine Neuerung eingeführt, man muss praktisch Tickets reservieren oder Slots reservieren, um in den Park zu kommen. Guten Morgen, Andrea. Guten Morgen, Ronald. Wieder ein schöner Tag mit dir. Ja. Wo wollen wir denn heute hinfahren? Wir fahren heute nach Reno und dann südlich wieder nach Carson City. Und leider können wir die Straße durch den Yosemite Nationalpark nicht fahren. Ist nämlich noch gesperrt. Wegen Schnee. Genau, wir sind immer noch vor der Saison hier. Und bei Carson City ist dann der Lake Tahoe. Genau, und da werden wir einige Tage erstmal wieder verbringen. Jupp. So, aber los geht's erstmal. Sehr schöne Gegend. Wir machen mal eine Kaffeepause und hier ist ein Café mit Drive-Thru und auch zum Reinsetzen. Das hat aber gerade die Bedienung gesagt, sie ist alleine. Wir sollen uns zwischen die Autos stellen. Sie kann uns nicht innen drin bedienen, sondern nur die Autoschlange. Sollten wir uns jetzt in die Schlange stellen. Andrea hat sich jetzt beim Drive-Thru hingestellt. Aber wieder eine wunderbar herrliche Gegend, super ausgebaute Straße, wie üblich hier in Amerika, in den USA. Hier immer noch Schnee, Schneeplatten teilweise. Schön, also eine herrliche Gegend hier, kann ich bisher überhaupt nicht, sehr schön. Wir sind jetzt in Carson City. Boah, das klingt so nach Cowboy-Stadt, oder? Und hier ist ein Wind, als wenn wir in Patagonien wären. Und kalt ist es auch. Also 20 Grad. Aber der Wind ist ein bisschen chilly. Und wir erreichen gleich unsere Habitation für, wie lange, Andrea? 6 Nächte. Also eine Woche sind wir hier. Hier ist jetzt langes Wochenende, da bleiben wir hier. Wir lassen nämlich nächste Woche haben wir Termin mit Motorrädern, Ölwechsel, Vorderreifen neu wachsen und eine neue Kette brauchen wir mal. Unsere ist schon ziemlich ausgeleiert. Im wahrsten Sinne des Wortes. Oder machen wir mal eine Motorradwartung, bevor es dann weiter in Nordamerika geht.
Und ich weiß nicht, Andrea, wollen wir jetzt schon die Folge beenden oder wollen wir noch ein bisschen rumsammeln irgendwie? Also wenn wir jetzt die Folge beenden, dann ist es zu Ende. Und wenn nicht, dann sieht ihr noch weitere 5 Minuten irgendein Gequatsche von uns. Wissen wir noch nicht. Vielleicht gibt es ja was, das habt ihr zu sehen. Hier ist der Lake Tahoe übrigens. Schauen wir denn mal erstmal.